meine Damen und Herren, ist Mitglied dieser Gruppe. Und sie hat einen echten Ohrwurm und Hit gelandet. Der Titel heißt Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Debüt Platz 5 in den Charts mit diesem Album. 16 Jahre alt. Herzlich willkommen, Kim Frank. Also, erstmal noch. Erst muss ich grüßen. Von? Grüßen, tun. Ach so. Und zwar schön. Kai, Puffy, Gunnar und Flo. Hey, das sind die jungen Menschen. Kai, Puffy, Gunnar und Flo. Flo. Ja. Die anderen drei interessieren mich nicht. Warum heißt Puffy so? Puffy heißt in Wirklichkeit Andreas Puffpaff. Er heißt in Wirklichkeit Andreas Puffpaff? Ja, ja. Wie seine Eltern heißen Herr und Frau Puffpaff? Ja. Und ist irgendjemand ist auf den bescheuerten Spitznamen Puffy gekommen. Das ist ein kompletter, hätte auch Puffy sein können. Ja, den gibt's ja schon. Das ist ein kompletter Name oder Doppelname? Nee, Puffpuff. Puff. Das ist der Nachname. Ich heiße Frank, er ist Puffpuff. Warum nicht? Ja, soll's geben. Jetzt muss ich natürlich fragen, weil es groß in der Zeitung war, ihr hattet am Wochenende ein Konzert in Dortmund, glaube ich. Am Sonntag. Nee, in Recklinghausen. In Recklinghausen. Und du hast eine Bierflasche an den Kopf gekriegt. Ja, so eine schöne Warsteiner. Hat man den... Schön. Ja, lecker. Ja, das ist doch gleich was ganz anderes, wenn man eine Warsteiner an den Kopf hat. Ich meine, Flens wäre besser gewesen. Ja, absolut. Ja. Das sah ein bisschen gefährlich aus in der Zeitung, war mit dem Blut und so, ja? Ja, ich hatte die halt im Kopf gekriegt und wir waren gerade erst beim ersten Lied und dann habe ich gesagt, jetzt hörst du nicht auf. Mir war kurz schwarz vor Augen und so, dann habe ich ein bisschen getorkelt, aber dann ging es wieder und dann habe ich gesagt, jetzt spielst du weiter und ich dachte ja nicht, dass es blutet und so. Und irgendwann standen die 6 Securities, es waren nur 6 Securities da und die standen dann auch noch vor der Bühne und haben auf meine Wunde gezeigt. Und dann habe ich das bemerkt und habe mir aber noch zu Ende gespielt, den Song. Ja. Dann bin ich von der Bühne und dann wurde es genäht. Hat man den erwischt, der geworfen hat? Nee, aber man hat 30 andere erwischt. Hauptsache, wir haben einen, wo wir Protokoll aufnehmen können. Ja. Jetzt, also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde das wirklich, für mich ist das immer so ein Kriterium, das Autoradio. Ja. Ja, was man da hört und so. Und alles wird sich ändern, wenn wir groß sind und so. So ähnlich, ja. Ja. Habt ihr mit dem Erfolg selber gerechnet? Damals noch nicht, nein. Damals also jetzt, nein, auch nicht. Aber damals überhaupt nicht. Ja. Wir waren ja eine Schülerband. Und Alles wird sich ändern war so ein Versuch, denn zu der Zeit gab es solche Musik nicht in den Charts. Also es ist was ganz Altes, das gab es früher schon. Wir haben nichts Neues entdeckt, aber damals gab es das halt nicht. Und daher war es sehr gewagt, deutschsprachige Musik. Ja. Aber wir waren dann sehr überrascht, dass die Leute das so angenommen haben und immer noch so annehmen. Im Gegensatz zu Alexander Neldl habt ja ihr die Schule abgebrochen. Ja. Da muss ich natürlich als Pädagoge mit großer Verantwortung für die jungen Zuschauer strecken. Obwohl, sie hat bestimmt auch Realschulabschluss, oder? Was hat sie? Das weiß ich nicht, aber nehme ich an, als mindestens. Das habt ihr auch? Ja, siehst du, genau. Ach so, das heißt, ihr habt insofern, in der 10. aufgehört. Genau, wir waren alle auf Gymnasium und hätten dann halt Abitur machen können. Alle habt wobei, ihr aufgehört. Wobei wir das bestimmt nicht geschafft hätten. Ja. Wirklich? Wart ihr schlechte Schüler? Wart ihr Rabauken in der Schule? Ich bin jeden Morgen zu spät gekommen und Mathe immer 6 geschrieben und so. Wie haben deine Eltern da reagiert? Meine Mami, die hat mich gelassen. Die hat gesagt, Schule ist dein Ding. Hey. Und ich stelle das Essen auf den Tisch. Nein, Quatsch. Ja! Das heißt, von den anderen waren auch die Eltern alle einverstanden, dass ihr mit der Schule aufhört nach dem 10. Das war deren Idee. Die haben halt gemerkt, irgendwann kamen halt die Probleme. Wir waren jeden Tag unterwegs. Ja. Und dann, unsere Schule war in Flensburg. Und nach Flensburg, in Flensburg gibt es keinen Flughafen, nur so ein pissigen Bahnhof. Ja. Und da mussten wir dann immer hochschippern und das war zu anstrengend. Und dann haben die irgendwann gesagt, das wollen wir euch nicht mehr, so wollen wir euch nicht mehr belasten. Ja. Haut ab von der Schule. Es gibt mittlerweile Eltern, die sagen, wir wollen euch nicht mehr mit der Schule belasten. Ja. Geht doch lieber ins Popgeschäft. Ja. Wie war der Ort? Flensburg. Ja, Flensburg. Ja. Deshalb auch Flens halt. Ja, deswegen auch Flens. Warsteiner hatten wir schon. Auch mal gerne einen Bitburger vielleicht oder einen Kölsch hier. Ein Kölsch. Trinkt ihr viel Alkohol? Nein. Also nein. Also in deinem Alter, da ist man doch jeden Tag 16. dicht, nee, oder? Nee. Oh. Nee? Mm, nein. Bei mir war das so. Nein. Jeden Tag dicht. Was soll man machen? In unserem Leben feiert man halt viel. Da gehört ein Bierchen dazu. Aber ich bin in der Schule am nächsten Tag.
Ich arbeite auch. Ja, also ihr habt natürlich auch, wie oft habt ihr das verkauft? Alles wird sich ändern, wenn wir... Alles wird sich ändern, war gar nicht so ein Riesenhit, wie du gesagt hast. Ehrlich? Ja, war nur auf 53 in den Charts. Ja, aber man hat es irgendwie Tag und Nacht gehört. Ja, ich glaube, einfach weil es ein Rohrwurm ist, aber keiner hat es gekauft. Irgendwo war der Fehler. Guck mal an, ja. Das ist aber auch sehr offen, wie du es bist. Dieter Bohlen würde es anders sagen. Dieter Bohlen würde sagen, ey, ich habe so viel verkauft, ey. Ja, habt ihr den mal kennengelernt? Ja. Wo, wie war das? Ich sag, wir waren... Darf ich andere Sender nennen eigentlich? Ist ja verständlich, du nennst ja auch andere Biere. Okay, also wir waren bei Interaktiv. Nee, wir waren bei Cool oder irgendwie sowas. Bei Viva. Genau. Und jedenfalls war er dann auch da. Und er war mir sehr unsympathisch. Also ich habe ihm nicht Hallo gesagt. Echt? Ja. Ich kenne ihn aber eigentlich ganz gut. Er ist also wirklich sympathisch. Ja. Nee, ist eigentlich ganz okay. Ja, vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Ja, kann gut sein, soll vorkommen. Gut, gehen wir mal ein bisschen weg von Veronas Welt, gehen wir mal zu eurer CD. Sag mal, die sieht ja irgendwie für mich anders aus als die CDs, die ich sonst hier hochhalte. Ist die schmaler oder täusche ich mich da? Nee, die ist verkehrt rum sozusagen. Also eigentlich ist die CD so, nicht? Und du machst sie dann so auf. Oh, Wahnsinn. Und die ist aber, weißt du, wir sind so voll individuell und wir versuchen auch alles anders zu machen. Und so. Okay. So sind wir. Ich verstehe das. Ja. Ich bin irgendwo noch eure Generation. Ah, cool. Das hier ist die CD. Fort von mir. Ja. Und wir zeigen jetzt einen Ausschnitt aus dem Video. Bitteschön. Gruß an die Kollegen. Ich wünsche euch viel Erfolg für die CD. Vielen Dank. Ich wünsche euch, bleibt so drauf, wie ihr seid. Ja? Wir versuchen. Ihr seid wir halten uns gegenseitig. Also, wann werdet ihr 17? Am 24. Mai. Aber es gibt auch schon zwei 18-Jährige bei uns. Aha, immerhin. Also. Die dürfen dann auch schon Flens trinken. Ja, weiterhin viel Spaß in der Musikwelt. Und vielleicht habt ihr eines Tages noch Bock, nochmal wieder auf die Schule zu gehen oder was? Irgendwann später. Muss ja auch nicht sein. Nee, muss nicht. Eines Tages, wenn das mit der Musik richtig läuft. Ja? Alles klar. Haben Sie gerade die Hand schon mal gegeben? Ja, dann brauchen wir die zweimal. Warte noch. Ja, okay. Oder in eurer Alter machen wir das ja wohl so, ne? Oder? Hey. Hey. Yo, man. Das war's für heute. Du interessierst dich nicht für Fußball, ne? Nee, ich hasse Fußball. Ja. Deshalb macht mir das auch gar nichts, dass es auf TM3 kommt, weil TM3 gucke ich genauso wenig wie Fußball. Die jungen Menschen. Aber wir Alten, wir gucken TM3. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Morgen Abend, 23.45 Uhr, tolle Gäste, nämlich Burkhard Driest und Frauke Ludowig. Dankeschön, gute Nacht.